Hallo euch allen, das sind wir dabei Madden NFL 19. Wir sind zurück in der Scouting the NFL Serie. Wir haben die 27. Challenge, 27, der Scouting NFL Teams Defense Reihen zu spielen. Es geht gegen diesmal, ja, gegen meine Cowboys. Also ein Psycho-Game. The Cowboys needed to fill a spot in the free safety position and Xavier Woods stepped up the challenge. In this first season as a free safety, he had two interceptions and 59 tackles. Down 14-35 in the fourth quarter, come back and win the game. So, wir spielen auswärts, also wir treten zwar im AT&T Stadium an in Dallas, sind aber auswärts unterwegs. Ist übrigens sehr interessant, dadurch, dass Xavier Woods Free Safety wurde, ist Byron Jones, der im letzten Jahr noch Free Safety war, zum Cornerback umgeschult worden. Und auch das macht er richtig gut. Also die Defense meiner Cowboys, auch in der Secondary, eine ganz große Nummer. Die Marcus Lawrence bleibt in Dallas, hat das Franchise-Tag bekommen. Da wird er nicht gerade begeistert von sein, das in seinem zweiten Jahr hintereinander aufs Auge gedrückt bekommen zu haben. Eigentlich hat er wirklich einen Top-Vertrag verdient, was der im letzten Jahr geleistet hat in der D-Line meiner Cowboys. Vorspann. So, Jalen Smith, Keyshawn Johnson, Everson Walls auf Seiten meiner Cowboys. Jalen Smith, DeMarcus Lawrence, Tyron Smith auf Seiten der anderen Cowboys. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben einen zweiten Versuch und 10 an der eigenen 40-Yard-Linie. Liegen mit 5 Punkten hinten, sind exakt 2 Minuten zu spielen, sind also gerade beim Two-Minute-Warning angekommen. Zweiter Versuch heißt, wir gehen in den Community-Bereich hinein. Wir brauchen einen Touchdown. Das also ist die Prämisse. Und ich versuche es gleich mal mit der Tight End Attack. Und hinten ist nur ein Safety aufgestellt. Das ist eine Einladung. Müssen wir eigentlich nur mal schauen, ob wir auf Cooper oder auf Keyshawn Johnson werfen. Oh, der Ball geht in die Endzone. Oh, ein riesen Catch. Also der war wirklich, der war 75 Yards in der Luft. Wahnsinns-Play von Dak Prescott. Entschuldigung, 60, ich will nicht übertreiben. Aber eine 60-Yard-Touchdown-Bombe und der Ball war wirklich 60 Yards weit geworfen. Tja, und schon liegen meine Cowboys gegen die anderen Cowboys in Führung. Keyshawn Johnson und Amari Cooper auf einer Slant-Route unterwegs bei der Two-Point-Conversion. Und da laufen wir selber. Führen jetzt mit 3, 43 zu 40, sodass die Cowboys mit einem Field Goal nicht mehr in Führung gehen können, sondern nur noch ausgleichen können. Und da können wir jetzt erstmal schauen, was die Offense der Cowboys hier so alles drauf hat. Kein Return, wir sehen einen Touchback. Erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. So, dann schauen wir doch mal. Nehmen wir den mit Blitz. Erster und 10. Prescott unter Druck, wirft vollständig. Ach du heilige Mutter, auf den Tight End. Und ich lege mich ihm zu Füßen und der springt einfach über mich. Das war nicht gut. Erster Versuch und 10 an der 46-Yard-Linie. Die Uhr ist natürlich auch noch stehen geblieben. Also so wird es mit meiner Führung nicht lange Bestand halten. Erster und 10. Wow, was für ein Hit. Sean Lee kommt hier durch. Ein knallharter Hit. Zweiter und 17. Ball ist an der 47-Yard-Linie. Incomplete Pass. Heißt, wir haben einen dritten und 17. Oh, das sah so gut aus nach diesem ersten Play. Aber jetzt haben die Cowboys ein echtes Problem. Also dritter und 17 ist eine Nummer. Pass auf den Tight End. Complete, ja, First Down, nein. Vierter Versuch und 8. Ball ist in der Luft und ist intercepted. Xavier Woods, mein Free Safety,
pickt den Ball herunter und wir haben einen 1. und 10 an der 18-Yard-Linie. Logisch, jetzt wird auf Running Game gesetzt. Entweder kommen wir sogar nochmal durch, dass wir nochmal punkten, oder aber die Zeit läuft hier gnadenlos runter. Und die Cowboys haben ja keine Auszeit mehr. Eddie George immer noch auf den Beinen, kommt da irgendwie durch, weiß der Teufel wie, und ist auf dem Weg in die Endzone. Das ist ein 82-Yard-Touchdown-Run. Oh, jetzt ist es hier gerade ganz leise geworden. Kennt man anders hier im AT&T-Stadium, wenn Eddie George in der Endzone ist, aber diesmal sind wir ja das Auswärtsteam. Das Auswärtsteam, das jetzt mit 10 Punkten führt, 50-40. Also eine 10-Punkte-Führung. Two-Score-Game, nur noch 59 Sekunden auf der Uhr. Keine Auszeit bei den Cowboys. Das sieht nicht gut aus. Haben eigentlich den Ball, ja, der eine Pass auf den Tight End war sehr gut, wo dieses Miss-Tackle leider von mir dann gesetzt wurde. Aber ansonsten war das nett überzeugend. Da haben sie einen Ezekiel Elliott im Backfield und setzen ihn nicht ein. 1. und 10. Jetzt müssen sie sehr schnell scoren. Vollständiger Pass auf den Rookie, auf Gallup. Wir haben einen neuen 1. Versuch und 10 an der 37. Die Cowboys stellen sich auf, um den Ball zu spiken. Halten damit die Uhr an, verlieren aber einen Down, heißt 2. Versuch und 10. So, Ball an der 37-Yard-Linie. Oh, Prescott unter Druck, verliert den Ball. Recovered von den Cowboys. Und wir kommen an der 24-Yard-Linie der Cowboys wieder mit unserer Offense aufs Feld. Oh Mann, ganz schwarzer Tag hier für Dallas. Laufspiel über Eddie George, über die Mitte. Kommt bis an die 21-Yard-Linie, die Uhr läuft weiter. Das ist eigentlich das Wichtige bei der Nummer jetzt gerade gewesen. Inside Zone, bleiben beim Lauf durch die Mitte. Geht jetzt über die linke Seite und Eddie George sucht die Lücke, findet sie. Hat ein neues First Down an der 12. Gellendes Five-Konzert hier in Dallas. 1. und 10 an der 12. Das dürfte der letzte Snap hier im Spiel sein. Eddie George wird gestoppt. Die Uhr läuft runter. So, wir schlagen meine Dallas Cowboys. Mit meinen Dallas Cowboys 50-40. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.